Viele Menschen glauben, dass ihr drittes Auge nicht richtig funktioniert. Gehörst du auch dazu? Warum ist das so? Vielleicht gibt es ein Geheimnis, das du noch nicht kennst. Oder vielleicht gibt es Hinweise, dass dein drittes Auge doch funktioniert und du es einfach nicht weißt, weil du die Zeichen nicht verstehst. Das dritte Auge ist das Tor zu deiner Seele und zu deinem höheren Selbst. Es ist der Sitz deiner Intuition und es ermöglicht dir, über die physische Welt hinaus zu sehen. Wenn dein drittes Auge geöffnet ist, kannst du Dinge sehen, die mit dem bloßen Auge nicht sichtbar sind. Du kannst dann Energien, Auren und sogar Engel sehen. Hier sind 9 Anzeichen dafür, dass dein drittes Auge doch funktionieren könnte. Zeichen 1. Du bist sehr intuitiv und hast ein starkes Bauchgefühl. Dein Bauchgefühl ist in der Regel sehr genau und kann dich bei Entscheidungen in deinem Leben leiten. Wenn du deinem Bauchgefühl vertraust, ist es wahrscheinlich, dass dein drittes Auge offen ist und gut funktioniert. Also habe Mut und folge deinem Bauchgefühl. Zeichen 2. Du hast lebhafte Träume. Ein weiteres Zeichen für ein funktionierendes drittes Auge sind lebhafte Träume. Wenn dein drittes Auge geöffnet ist, kannst du dich klarer an deine Träume erinnern. Sie sind lebendiger und intensiv. Vielleicht siehst du sogar Symbole und Botschaften in deinen Träumen, die du nicht deuten kannst. Das liegt daran, dass dein drittes Auge versucht, dir Botschaften zu schicken, die du noch nicht verstehst. Zeichen 3. Du siehst Schatten und Lichter. Das ist ein weiteres Zeichen dafür, dass dein drittes Auge geöffnet ist. Wenn du deine physischen Augen schließt, öffnest du eigentlich dein drittes Auge, unbewusst. Deshalb ist es wichtig, dass du dich in einem dunklen Raum aufhältst, wenn du meditierst oder Energiearbeit machst. Wenn Schatten oder Lichter herumtanzen, bedeutet das, dass dein drittes Auge geöffnet ist und gut funktioniert. Zeichen 4. Du hast manchmal Kopfschmerzen oder Druck zwischen den Augenbrauen. Dieses Gefühl trifft häufig auf, wenn du beginnst, dein drittes Auge zu öffnen. Wenn du feststellst, dass du diese Symptome häufig hast, bedeutet das, dass sich dein drittes Auge mehr und mehr öffnet, ein Grund zur Freude. Zeichen 5. Du siehst Dinge, bevor sie passieren. Hast du manchmal ein starkes Gefühl oder wissen, dass etwas passieren wird, bevor es passiert? Das nennt man Hellseherei oder klares Sehen. Wenn dein drittes Auge geöffnet ist, kannst du Dinge sehen, die in der physischen Welt noch nicht geschehen. Du kannst Bilder oder Symbole von dem sehen, was erst kommen wird. Diese Fähigkeit kann sehr hilfreich sein, um Entscheidungen zu treffen oder eine Gefahr zu vermeiden. Zeichen 6. Du fühlst eine Verbindung zu allen Lebewesen. Wenn dein drittes Auge geöffnet ist, wirst du eine tiefe Verbindung zu allen Lebewesen spüren. Dazu gehören Tiere, Pflanzen, Bäume oder sogar Felsen und Kristalle. Du wirst ihre Energie spüren und sie werden wie eine Familie für dich sein. Das liegt daran, dass wir alle auf einer Seelenebene miteinander verbunden sind.
Und wenn dein drittes Auge geöffnet ist, kannst du diese Verbindung deutlicher sehen. Zeichen 7. Du fühlst Energie in deinen Händen. Spürst du manchmal ein Kribbeln oder Energie in deinen Händen? Das nennt man psychische Berührung und es ist ein Zeichen dafür, dass dein drittes Auge geöffnet ist. Wenn du diese Fähigkeit hast, bedeutet das, dass du die Energie um dich herum spüren kannst. Du kannst diese Fähigkeit auch nutzen, um dich und andere zu heilen, und es ist ein Beweis, dass dein drittes Auge funktioniert. Zeichen 8. Du siehst Farben, wenn du meditierst. Das nennt man Fernsicht und ist ein weiteres Zeichen dafür, dass dein drittes Auge geöffnet ist. Wenn du diese Fähigkeit hast, bedeutet das, dass du Dinge jenseits der physischen Welt sehen kannst. Vielleicht siehst du Symbole oder Botschaften von deinen Führern oder Engeln. Oder du siehst oder fühlst ganz einfach die Schönheit der geistigen Welt. Zeichen 9. Du spürst die Energie von Steinen oder Bäumen. Spürst du manchmal die Energie eines Baumes, wenn du in der Nähe bist oder wenn du deine Hände darauf legst? Das nennt man Erdverbindung und es ist ein deutliches Zeichen dafür, dass dein drittes Auge geöffnet ist. Wenn du diese Fähigkeit hast, bedeutet das, dass du dich mit der Erde und ihrer Energie verbinden kannst. Du spürst vielleicht einen tiefen Frieden, wenn du in der Natur bist, oder du verspürst das Bedürfnis, die Erde und ihre Lebewesen zu schützen. Wenn du nun eines oder mehrere dieser Zeichen hast, bedeutet das, dass sich dein drittes Auge öffnet. Das Wichtigste ist, dass du deiner eigenen Intuition und Erfahrung vertraust. Denn dann wirst du feststellen, dass sich dein Leben auf eine wunderbare Weise verändern wird und du in deiner Spiritualität vorankommst.